Nick, die alte Kotgalosche hat nicht gewartet. Nick! Oh shit, Nick! Nicky! Tja. Na, Schissel. Wir sind einfach zu stark für die. Oh. So. Alles geht doch. Au. Das Schloss sieht stabil aus. Ein Meisterschloss, super. Zack! Meine Augen. Was ist dir in die Augen geflogen, bitteschön? Was war das? Keine Ahnung. Halt! Nicht verrostete Blechdose. Oh. Oh. Right away. Immer gut. Kann ich hier schlafen? Nein. Ja, jetzt bist du da, Kotzi. Ja. Aufgepasst. Ja, du kannst. Sogar einiges kannst du. Look at this, Harold. So. Danke. Du kleiner Gaul. Ich dachte, es wäre eine Haarklammerbox. Halt, warte mal. Ein Mashed Poistel. Ne. Die sind irgendwie fucking weak. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Okay. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Warte kurz. Ich will ans Terminal. Okay, sie ist auf. Wohnbereich A1. Ah, das sind die. Okay, ja. Hund Spike, nicht aufnehmen. Oh, Todd Gates, ein Junggeselle. Oh shit, oh shit. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. I am, dude. I am. Nochmal kurz gespeichert, falls wir in irgendwas skillen müssen, in Charisma oder so. Man weiß ja nie. Ne? Kurz gestreckt. Und jetzt kann die Party starten. Jetzt sind wir auch schön leicht und sind wieder agil unterwegs. Jetzt war Cotsworth der ganze Scheiß am Stisselad. Was soll das denn? Oh oh. Kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre aber chill nicht doch hier, mal. Wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Okay. Schäm. Wir speichern nochmal. Und ich werde einfach ein paar Minen auslegen. Weil dich ein Mädchen vermöbelt hat. Am besten laufe ich wieder heim zu Papa. Ja? Wär's besser weggeblieben, Nicky. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Stella, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Ja, nicht? Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Mhm. Zur Gewalt ermuntern, sie zum Gehen überreden. Ich versuch's mal. Darla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Du versuchst nur, ihr mich werdet zu gefickt, verwirren. Ihr werdet gefickt. Schnapp sie dir, Skinny! Ob er mit all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das war ein angenehmes Gespräch mit Darlas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie diesen Weg gewählt, die umzubringen. Ich habe es jetzt immer dieses Raussprechen hinbekommen. Dala, wie sieht's eigentlich aus bei dir so? Dieses Raussprechen habe ich eigentlich jedes Mal nutzen können.
Aber das war jetzt auch mal eine recht lustige Sache, würde ich sagen. Shit, Mann, die wurden vielleicht gebeutelt. Ich frage mich, wie viele Minen gereicht hätten, aber wir haben eh so viele, ich will jetzt nicht zurückspulen und rumtesten. Wo ist denn jetzt sie? Ah, ist jetzt fortgerannt. Das ist ein Grasdackel, lässt mich einfach allein da stehen. Mann, das ist echt frech von dir. So, eine weitere Lademöglichkeit wurde hier auch eingebaut. Oh Mann, ey. Das hat die echt eiskalt erwischt. Das hat keiner gemerkt. Wer läuft da um uns rum und legt da Minen aus? Keine Ahnung. So läuft's halt. So läuft's halt einfach. Los, schneller. Schneller, Fallout. Tu es. Hopp. Los. Ach, Fallout, fick dich doch einfach. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Los jetzt eigentlich? Okay, alles klar. All clear. Call out to the Fallout, baby. A-B-B-B-D-B. Ach, das ist doch scheiße. Los, Fallout, los. Das war jetzt bestimmt eine Minute, oder? Ist das eine Minute lang? Schwarzbild hier. Das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Das dauert länger als auf den Konsolen. Jetzt mal nochmal ohne Flachs, das dauert länger als auf der Xbox. Wirklich crank. Sehr crank. Lelelele. Fe. Hallo? Fallout. Liegt das an deinen Mods da oder was? Muss ich die Mods wieder deinstallieren oder wie ist das da mit deinen Mods? Mozzarella Sticks. Krass, das dauert doch gleich 2 Minuten hier. Das ist echt ein bisschen Cancer, ne? Das ist wirklich sehr hochgradig cancerous. Ich klicke und schon funktioniert. Über dem Commonwealth. Ah. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Hm. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Weil deine Frau hat's gesagt. Die Ellie? Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Hm. Also, du hast einen Mörder erwähnt, den du suchst und der deinen Sohn entführt hat. Hm. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Ja, moin. Wir sehen uns in Diamond City. See ya in Diamond City, Joe. Ooh, level up, dude. Now I can hit your ass, dude. Ist das jetzt schlimm gewesen, Nick? Oh Gott. Oh Gott, ich hab Schiss. Ich hab Schiss, dass das schlimm war. Schnell. Ihr wollt es ja nicht übertreiben. Nachher renne ich dann nach Diamond City. Alle hassen mich und schlagen mich und so. So, Hab ich alles schon erlebt. Und deswegen lieber auf Nummer sicher gehen, Nick. Nick Van. Wir gehen jetzt mal hier in unser Level-Up-System rein und machen vielleicht noch einmal was in... Charisma, da war eigentlich schon ziemlich viel. Was gibt's hier so? Tierfreund. Zieh mit deiner Waffe auf ein Tier mit einem niedrigen Level und erhalte eine Chance, es zu beruhigen. Es ist jetzt... Du weißt, wie man Party macht und wirst niemals alkoholabhängig. Ach Gott. Mensch, hey. Was für ein Scheiß, oder? Wer braucht sowas? Wir nehmen doch fast nie irgendwelche alkoholische Dinger zu uns da. Munition, da fehlt es uns eigentlich auch nie. Geld, keine Ahnung. Wir könnten noch ein bisschen in Glück reingehen. Das könnten wir wirklich machen.
damit das hier auch mal zutrifft und hier jemand platzt. Ich denke, wisst ihr was, wir lassen es einfach. Wir lassen es jetzt erstmal so. So, fertig ist der Lack. Wir erkunden dieses Haus hier direkt. Jetzt haben wir es ja geschafft, ne? Jetzt haben wir Nick ja am Stessel. Hubris Comics, Humongous. Wer liegt denn da? Ein Plünderer? Spur des Plünderers. Okay. Schau mal bei Hubris Comics vorbei. In der Newberry Street, der Laden im Erdgeschoss. Dürfte ein Kinderspiel sein. Ja, okay. Dann mache ich das doch einfach mal. Sir. So. Und weh, da ist nicht was Cooles drin. Achso, Ladezeiten, nein! Nein, Leute, wir müssen eigentlich ausschließlich draußen rumrennen. Ach, komm schon, bitte, das darf jetzt... Ja, alles, das geht doch. Warte kurz, ist hier... Sorry, kurz zurück. Aha! Okay. Er ist direkt auf die Beine gefallen. Voll der Akrobat. Oh shit. Wow. Ich glaube, gegen die Ghoule sind Minen wahrscheinlich auch sehr nice, weil die ja eh auf einen zugerannt kommen. Nee, ich hacke gerade was. Believe. Shit. Kotzweif, mach du mal weiter. Ich muss hier gerade mal was hacken, ne? Beeping. Bin durch. Das habe ich genau gewusst, natürlich, ne? Vorbestellung für August. 95% der Vorbestellung wurde letzten Monat abgeholt. Grognack ist uns schon zweimal ausgegangen. Wir wurden zu 102, okay. Bei der Manta Man Exemplare wurden nicht abgeholt. Keine weiteren Vorbestellungen für Mr. Freely und Dover. Der Rest der Manta-Hefte ist noch verpackt. Ich werde sie morgen zum Verschenken bereitlegen. Wow. Müssen wir sie unbedingt auf Lager haben? Habe mehrere Nachfragen zu Gerüchten über einen Silver Shroud-Comic erhalten. Oh, Silver Shroud. Neue Abonnents. Die Abonnementzahlen im Laden sind noch immer bedenklich niedrig. Wir müssen langsam mal etwas mehr Nachdruck verkaufen. Erinnern wir Kunden immer daran. Wir machen die Arbeit. Sie kommen einfach rein und holen sich die Ausgabe ab. Oh, und das ist. Und so ist es sogar noch 5% billiger. Okay, so sieht es nämlich aus. Zum Glück. Ein paar neue Abonnentenkunden. Markus Po. Gut. Es ist hart im Comic-Geschäft. Schloss ist deaktiviert. Ey, ich hab zufällig hier Revolver da, okay? Tot. R8 Revolver. Reboot. Quatschwurst ist auch direkt da. Boom. So. Beruhigt euch. Quatschwurst, da ist ja nicht mehr drin. Sehr gut. Wo ist der Safe? Aha! Bingo. Bingo. Du erhältst dauerhaft eine Chance von plus 1%, den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Wie cool das aussieht. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Ich freue mich immer voll, diese Dinger finde. Wo ist der Safe? Ist der irgendwie da hinten versteckt? Oder bin ich blind? Wie schön. Safe? Ah. Ach so. Alles klar. Was habe ich denn eben aufgemacht? Das wär's. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt... Was mir hier gelungen ist, überhaupt zu öffnen über das Ding. Es kommt einfach noch mehr. Die fallen tot runter. Ne, er hat den runtergekloppt, ne? Da oben ist er. Hat einfach totgeschlagen. Oh. Ich dachte, er hat vielleicht eine Mine oder sowas hinten. Was habe ich eben aufgemacht? Ich muss aber ganz kurz schauen. Oder war der Safe offen und ich habe ihn zugemacht? Unverschlossen. Wo ist dieser Safe? Gott, wo sucht den Safe? Jetzt bräuchten wir mal unser Hündchen hier. Keine Ahnung.
echt keine... Oh, ein Plünderer. Aufzeichnung des Plünderers. Das ist aber nicht das gleiche, oder? Ah ja, Aufzeichnung. Das andere war ja, irgendwas anderes. So. Ich kann gar nicht glauben, dass ich bei sowas hier mitmache. Wer will denn diesen Mist? Sammler, sagt der Boss. Also, wer ist hier dumm? Die oder wir? Hm. Sein Boss ist scheinbar ein Comic-Fan. Und er ist keiner. Ha. Ha. Solch eine Unordnung. Ja, solch eine Unordnung. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Oh. Ah! Ich wollte eben schon die Tür zumachen. Oh. Und der nächste. Boom. Batsch. Häng! Nice. Halt Sicherung, sehr gut. Zum Glück kann man hier aufheben und weiter nachladen. Nicht so wie bei, PUBG, wo man dann 30 Mal anfängt neu nachzuladen, wenn man was aufhebt oder Türen aufmacht und so. Und ständig bricht dann die Animation ab. Na komm! Yeah. Komm schon, das ist doch jetzt gerade ein Scherz. Also. Ja. Ja. Verschissel mal, Whistle. Ja. Tina Hopkins. Englischer Butler. Als ich heute zur Arbeit kam, habe ich noch eine heimliche Änderung am Drehbuch entdeckt. Shroud hat jetzt einen englischen Butler. Ich habe Babowski schon so häufig gesagt, dass unsere treuesten Fans unsere beste Reklame sind. Deshalb können wir diese vielen blöden kleinen Änderungen nicht machen. Du musst mit ihm reden, bevor du in den Urlaub fährst. Ansonsten, das schwöre ich dir, gehe ich zu Pete. Es ist zum Haare raufen. Babowski hat Claire Redell für die Rolle der Herrin der Mysterien einen Vertrag gegeben. Mir ist egal, wie viel das Grab des Amun-Re eingespielt hat. Diese Herrin der Mysterien ist brünett, nicht blond, nicht schwarzhaarig und ganz bestimmt nicht rothaarig. Und hast du Claires Stimme gehört? Die Herrin der Mysterien ist sehr selbstbewusst. Sie ist Shroud absolut ebenbürtig und nicht so ein halb verhungerter Gehörer, die für ihre schrille Stimme bekannt ist. Shannon Rivers arbeitete seit Jahrzehnten für uns. Sie ist die Stimme der Herrin der Mysterien, Basta. Sie ist uns von Natur aus brünett, sie ist nicht so jung wie Claire, aber ich bin mir sicher, dass sich das mit dem Licht vorteilhaft ausgleichen lässt. Was? Ich dachte, wir wären hier in einem Comicladen. Drehen die auch gleichzeitig hier rum oder was? Wenn wir das nicht hinbekommen, dann bin ich weg, versprochen. Bei so einer Katastrophe soll mein Name nicht bei den Mitwirkenden auftauchen. Okay. Vivi, beruhig dich. Vivi. Aha. Wenn es dir so wichtig ist, kann Claire vielleicht eine Perücke tragen, aber der Vertrag ist unterschrieben, also läuft es jetzt so. Was findet ihr eigentlich alle an Mrs. Rivers? Vor 20 Jahren vielleicht, aber jetzt hat sie das richtige Gesicht fürs Radio. Oh shit! Findest du nicht auch? Claire hat das Zeug zum Star und genau sowas brauchen wir. Ich habe mit Petey Boy gesprochen und er hat einigen neuen Szenen zugestimmt. Wir brauchen Romantik, ja klar. Und Claire ist wie geschaffen dafür. Wenn Tina nicht mitspielt, kann ich einen meiner Jungs aus Hollywood einfliegen lassen. Heute ist mein Terminkalender schon voll. Kostümprobe läuft bis 20 Uhr. Das kann nicht warten, bis du von den Bahamas zurück bist. Also müssen wir uns treffen und 20 Uhr ist mein einziges Zeitfenster. Krass, Mann, Bahamas und volle Terminkalender. Die sind da, oh, am Schisseln den ganzen Tag, die Boys. So. Au. Nein. Cotsworth. Der ist irgendwie saugut. Danke. Ist einfach so ein Knilchen, ich krieg's nicht mit. Was hat er dabei? Ein Vorschlag. Ja, super. Bin ich gleich wieder ultra voll. Das ist ja weiter ein Hauptraum. Hier drüben kamen auch einige her vorhin. Aber hier ist nichts los, so wie es aussieht. Aha, da geht's weiter hoch. Ja, ist ungewöhnlich, hä? Komisch, da oben ist irgendwie was. Das wird doch komisch angestrahlt, die von einem... Oh, shit, Gefahr, seht ihr es? Wie von einem Terminal. Okay. Haha. Boom. Wow. Einfach mal die Situation geklärt.
Dann geht's noch weiter hoch. Oh, ein Expertenschloss. Bin ich gespannt, was sich dahinter befindet. Hä, das hier ist richtig? Okay. Ja. Cool. Cool. Wow, wow, wow. Wer chillt denn hier? Das ist bestimmt diese Frau, die jetzt so ein bisschen lange gewartet hat. Produzententerm. Oh, jawohl. Das hören wir uns gleich an. Hoppala. Ist das der gleiche Schriftverkehr, nur mit einer extra Nachricht noch? Kann das sein? Ne, das ist was anderes. Ach, sorry, ich habe es schon angefangen für mich. Ich habe versucht, sie hinzuhalten, aber hier überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Agent war mit Maxwell zum Dinner im Derby verabredet. Nicht gut. Claire ist immer noch mit dabei. Sie liebt das Outfit ganz besonders. Du hast die Bilder gesehen, oder? Wow. Also ist es mir egal, was dort drüben los ist. Sie muss unterschreiben, bevor wir sie an die Wisemans verlieren oder jemand anderen. Wir haben uns den Vertrag von Hopkins angesehen. Der ist absolut wasserdicht. Da kommt sie nur raus, wenn sie freiwillig geht. Ihr Partner hat seine Rechte an Hubris abgetreten, aber sie hat ihre Rechte nach wie vor. Wenn sie auch nur darauf auf die Idee kommt, zu einem Anwalt zu gehen, musst du deinen ganzen Charme spielen lassen. Babo! Stell dir mal vor, Babo! Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du Claire Redell für die Rolle der Herrin. Sie muss brünett sein. Es geht jetzt schon in Richtung des vorher gelesenen. Shannon Rivers hat ein Jahr lang ihre Stimme geliehen und ist in Shroud und allen anderen Radiogeschichten, in denen sie mitgewirkt hat, sehr beliebt. Ich weiß, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten hatten, aber hier geht es um mehr als Silver Shroud. Die DHDM und die Unaufhaltsamen sind große Marken. Wir müssen unbedingt reden. Das ist einfach die andere Sicht, ne? Vivi hat mich kontaktiert, bevor sie weg ist. Ich habe die Fotos von Claire erhalten und sie ist scharf. Mir gefallen die Änderungen am Kostüm. Es ist immer noch wie im Comic, nur sehr viel glaubhafter. Ich unterstütze dich also in diesem Punkt. Aber ich stehe auf Vivis Seite. Die HDM ist eine Brünette und ihre Stimme muss stark sein. Claires Stimme ist es nicht. Kann Shannon nicht Claire in der Postproduction einfach synchronisieren? Das wäre wohl das Beste. Ich kündige mit sofortiger Wirkung. Du kannst Petey erklären, wie du deine Hauptautorin für den Silver Shroud verloren hast. Und nach allem, was Shannon ertragen hat, kannst du sie selbst feuern, wenn du das wirklich willst. Manticore will mich seit Jahren haben. Sieht so aus, als wäre dein Verlust deren Gewinn. Also ich denke, ich würde auch als Schreiberling richtig abgefuckt reagieren, wenn solche riesigen Änderungen vorgenommen werden würden. Oh. Der Tod... Ach so, das ist eine Szene. Okay. Neue dritte Szene, der Skyline von Boston, aber in Nacht, der Himmel so leuchtet. Okay. Ich weiß nicht, ist jetzt hier bei euch ein Ultra Silver Shroud Fan dabei? Das können wir uns ja mal nochmal, wenn ihr wollt, zu Gemüte führen. Also wenn ihr wirklich sagt, hey, mach mal das Silver Shroud. Lest das nochmal, das Skript, ich will das sehen. Ach Gott, noch ein Terminal, Leute. Leute! Nicht viel Hoffnung machen. Pete hat ihn mit ins Boot geholt, da er was vom Fernsehen versteht. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es für das kleine Format Änderungen geben wird. Ich stimme dir zu, dass unsere Fans wichtig sind, aber die Zahlen für Silver Shroud außerhalb von Boston sind, nun ja, nicht wirklich gut. Vieles hängt vom Erfolg des Pilotenprojekts ab. Wenn Mr. Bebowski da denkt, dass ein englischer Butler der Show helfen würde, hör dir doch noch bitte wenigstens an, was er zu sagen. Aha. Nein, ich liebe die Arbeit, die du und Vince mit dem Shroud geleistet habt. Wir werden diese Show nicht ohne euch machen. Ich weiß, es ist gerade nicht einfach, aber haltet bitte durch. Shannon gehört zur Familie. Ich verspreche dir, dass ich dafür kämpfen werde. Diese Sache muss vor Sonntag geklärt werden. Ich werde meine Hochzeitsreise nicht noch einmal verschieben. Sorge dafür, dass Bobowski, was für ein Name, nicht verschwindet, bevor ich mit ihm sprechen kann. Tina, Baby, wir hätten die neuen Texte schon gestern gebraucht. Ich weiß nicht, wie es beim Radio läuft, aber wir haben Gastronomie, Geräuschemacher, Beleuchter und Schauspieler, die wegen deiner letzten Verzögerung herumsitzen und nichts zu tun hatten. Hier geht es nicht um Shakespeare-Texte, wir sind hier beim Fernsehen, oder? Ich weiß, dass du den neuen Affen nicht magst, aber die Kameraleute lieben ihn. Er schlägt sich in dieser blöden Perücke besser als Claire. Apropos, Claires Agent gefällt diese Perücke überhaupt nicht.
So ganz und gar nicht. Claire kommt am Montag eingeflogen und bis dahin sollten wir diese Perücke gestrichen haben. Richtig, Shannon macht es großartig, wie sie für Claire einspringt, bis sie ihren Film fertig gedreht hat. Aber sie sollte besser nicht da sein, wenn Claire eingeflogen kommt. Kannst du dich bitte darum kümmern? Danke. Oh, shit. Bitter, oder? Richtig bitter. Was da abgelaufen ist, aber so, ich denke, so ist es halt auch einfach beim Film oder so kann es laufen beim Film. Hallo? Wen haben wir denn hier? Haben wir da jemanden, der leicht festgesteckt hat? Oh, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Wow. Hier hat Cotsworth wahrscheinlich den einen geregelt und den anderen hat er nicht richtig finden oder schlagen können. Hier gehen wir noch eins hoch. Okay. Ich bin vorbereitet. Kommt her. Ja. Haben wir direkt noch eins. Okay, schade, dann brauchen wir das nicht. Oh doch. Oh, ein Leuchtender. Beschissen. Nein, nein. Ach, shit. Ich wollte die Tür noch schnell zumachen. So, bye bye. Ach, Korb, nicht getroffen. Herrlich, sowas. Sowas könnte ich ja wirklich lieben. Komm her. Okay. Scheinbar ist Kotschwert jetzt dran. So. Solche Leuchtenden, die heilen auch die herumstehenden. Also soweit ich weiß. Das ist natürlich. Ah, deswegen war das da oben so grün wegen dem Terminal. Also es war kein Terminal, sondern er, alles klar. Wir bräuchten. Haben wir noch aufbereitetes Wasser? Nee, gut. Wir bräuchten ein wenig Heilung. Und auch Right Away. Right Away. Gatorade. Oh, es hat die ganz schön gebeutelt hier oben. Militärisches Klebeband. Nice. Sehr nice. Wow. Das ist die Silver Shroud Klangbühne. Aber sie wirkt ziemlich billig. Sie wirkt ziemlich billig. Ja. Tatsächlich wirkt die echt irgendwie billig. Das ist Silver Shroud mit seinem Costume. Ob mir das stehen würde, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, hier ist ein Grognak-Kostüm. Perfekt. Perfekt. Erhöht Stärke. Leute, moin. Ja, moin. Da ist eine schwere Kampflinte drin. Was hat unsere gerade? 55. 60! Alles klar! Fuck. Ich schmeiße weg. Alles klar. Leicht Darm. Kuh. Da. Leute. Ja, hier, die drei. Was habe ich da mit den Pistols gemacht? Warum ist noch eins die Ding nicht mehr? Dann habe ich die weggeworfen. Ich habe meine 10mm Pistole weggeworfen, ne, vorhin. Ich dachte noch so, ja, 10mm Pistole. Sau dumm. Warte mal, ist das jetzt eine automatische? Ja. Cool. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Oh yeah. Na also, du verursachst, was ich jetzt habe mit dem Alien Blaster! Ich will Alien Blaster! Lecker. Kaputte Lampe, die hat auch irgendwas dabei. Right away. Sehr schön. Oh. Ein Koffer, da ist bestimmt was Sauwichtiges drin. Och komm. Das war ja eigentlich schon richtig. Geschafft. Schmalzlockenperücke. Das ist doch die vom Trump! Da geht's aufs Dach hoch. Da kann man runterfallen da hinten. Was haben wir noch hier? Studio-Steuerung. Audio-Steuerung. Okay. Das war... Okay. Alle Kameras sind kaputt. Scheinwerfersteuerung. Maximale Helligkeit. Oh. Standard. Seht ihr es da am Rand, wie es sich verändert? So, guck mal, der Chroma-Test. Sehr schön. Chromatize. Sehr schön.
Wir lassen uns mal so und gehen oben raus. Halt, warte kurz, warte kurz. Jetzt gehen wir oben raus. Drücken wir noch ein Stinkpack rein. Obwohl das ja eigentlich wieder eine schlechte Idee ist, oben rauszugehen, weil wir 30 Jahre Ladezeit haben und auf dem Dach sind. Und uns eh wieder irgendwo hinporten müssen. Ich klicke jetzt mal. Vorhin kam es zufällig genau mit dem Klicken. War die Ladezeit fertig. Da, wo wir 2 Minuten gewartet haben. Also, was heißt, ja, in der letzten oder vorletzten, nee, in der letzten Folge war das. Ha. Ich klicke nochmal, zack. Okay. Ich denke, es hat doch nichts damit zu tun. Es hat einfach ultra gepasst. Ich mecker rum, dass es irgendwie über 2 Minuten lädt. Klick auf linke Maustaste und zack, ist es fertig geladen. Hello. Ach komm schon. Das ist Wahnsinn, Leute. Kann das an den beiden Mods liegen, die wir haben? Dieser Weapon of Fate oder wie es heißt und dieser Grün-Mod. Ist es irgendwie möglich? Kann das sein? Falls ja, dann spiele ich lieber ohne Mods und habe nicht irgendwie eine Minute lang ein Ladescreen. Und dann sogar so ein Ladescreen. Das sind eigentlich die kurzen. Eigentlich sind doch die mit den Bildern und mit diesen Tipps immer die langen Ladescreens. Und die hier einfach nur geschwind schwarz sind und unten rechts dieses Ladebild-Ding anzeigen, diese Blubber-Sache. Das sind eigentlich die kurzen Screens, die einfach nur geschwind... Jetzt kurz... Ja, okay. Die kurz aufgehen und das war's. Kann nicht sein. Ja, Kotzwolf, wir sind ein bisschen ungeschützt, hast du recht. Aber hier kommen wir zumindest runter. Okay. Ja, gut, okay, Leute. Dann ist die Folge hier auch mal erstmal wieder beendet. Macht's gut. Bis dann. Tschö, tschö.